So, Lowlight Test 1. Ein sehr hohes Signal. Ich glaube, ich habe hier eh eine Struff, was man auf dem Video sehen kann. Aber ich wollte mal probieren, nachts zu sondeln mit der Kamera. Ein bisschen was sieht man bestimmt. Da ist es. Kann ich schon sehen. Leute, was ist das? Das ist ein Ring. Fass es nicht. Das ist ein Ring. Cool. Hat das überhaupt drauf? Ja, ein Silberring. Den gucken wir uns dann natürlich zu Hause in der Fundzusammenstellung mit richtigem Licht mal an, was das für ein Ring ist. Ob das echtes Silber ist, ob der eine Punze hat. Ja, Nachtsondeln, da hat man die meisten Chancen. So, ich werde jetzt mal. Ich habe nämlich an meinem Detektor einen Lichtschalter dran. Den gibt es nur bei abenteuerschatzsuche.de als Zusatzoption. Ich kann das also ausmachen oder einschalten. Ja, das ist ein bisschen wegen dem Abdeckungsteil. Das stört ein bisschen. So, lass das mal an, damit wir ein bisschen Licht haben. Machen wir das nächste Signal. Also hier ist alles voller Signale. Ich habe hier schon innerhalb einer Stunde 3 Ringe gefunden und 19,75 Euro. Und heute bin ich hierher zurückgekehrt, um hier noch den Rest rauszuholen. Ich bin mir sicher, dass hier noch ein Goldring irgendwo liegt. Hm. Da ist es irgendwo. Flackert schon ganz schön. Boah, noch ein Ring, ich glaube es nicht. Ist doch nicht wahr. Alter, was ein schöner. Was ist denn hier los? Hier liegt alles voller Ringe. Ich habe die Kamera auf Lowlight geschalten. Ich hoffe, dass man das sieht. 2 Ringe in weniger als 5 Minuten. Mach mal das Licht lieber aus. Ich mag das überhaupt nicht. Das blendet mich. Das buddel ich auch aus. Mal sehen, was das ist. Ich werde ein bisschen viel reden, weil, wie gesagt, vermute mal, dass man bei den Aufnahmen nichts sieht. Und dementsprechend rede ich einfach ein bisschen, was, damit es nicht so dunkel und still ist. Da haben wir schon offen das Loch. Da ist das Signal. Gucken, was das ist. Das ist bestimmt Müll diesmal. Da ist es, ja. Ein Cola-Deckel. Verschlussdeckel von der Cola. Nehme ich natürlich trotzdem mit. Müll muss entsorgt werden. Weiter geht's. Konzentriere mich mal nur auf die hohen Signale. Mach das Licht mal wieder an. Nee, ich mach's doch nicht an. Ich mag das nicht. Bin froh, dass ich den Schalter habe, wirklich. Kurz einschalten, Leitwert überprüfen, aber ansonsten hört man doch die Signale. Da haben wir was Interessantes. Schwankt. Und schwankende Signale, die buddel ich immer aus. Weil man weiß nie, was das ist. Also mache ich hier einen sauberen Schnitt drin. Zack, hebel das schön raus. Gucken wir mal. Da ist es mit drin. Gucken wir, was das ist. Ach, das ist ein Pfennig. Ein alter Pfennig. D-Mark-Pfennig, nichts weiter. Ah, ich freue mich schon. Ich freue mich jetzt schon. Ich liebe diese Wiese hier. Ist alles voll. Hier hat noch nie jemand gesondert. Da ist es doch schon. Geld. 10 Cent. Einfach so, ganz schnell rausgeholt. Weiter geht's. Hier haben wir wieder ein interessantes Signal. Ein ganz kleines Signal, ziemlich tief schwankend. Ich vermute, es ist einfach nur wieder so ein alter Pfennig, D-Mark. Aber ich überprüfe es natürlich trotzdem.
Man weiß ja nie. Da ist jetzt schon nichts, seht. Das ist ein Bierdeckel. Da hinten sind Besoffene und quatschen blöd. Das mag ich überhaupt nicht, wenn die jetzt hierher kommen, Alter. Jetzt gleich innerin. Ich hab auch mein Grabungsmesser mit. Haut ab, sag ich euch. Ich will hier in Ruhe sondeln. Hasse sowas. Wenn man nachts sondeln geht, dann kommen da auch mal welche und quatschen ihn dann voll. Da haben wir was. Haben wir doch schon oben drin. Ich vermute, das ist Geld. Und das ist Geld. 10 Cent. Schon wieder zumachen alles und weiter geht's. Da ist es. Da ist es. Geld. 10 Cent. Nächstes Signal. Hier ist ein bisschen erdig. Erdiger Boden. Was ist das denn? Ich hab's in der Hand. Das Geld. Was älteres. 10 Pfennig, glaube ich, ja. 10 alte Pfennig. Na dran, Alter, ein Ring. Wieder ein Ring, ein goldener. Und es hat eine goldene Färbung. Das ist ja sehr interessant. Könnte wirklich ein Goldring sein. Oder nur halt Gold, leicht Gold. Leicht golden. Auf jeden Fall ein Ring. Der sieht echt ein bisschen golden aus. Ne? Aber der Leitwert ist so hoch, dass ich nicht glaube, dass es Gold ist. Oh, das werde ich mir dann gleich mal zu Hause angucken, ob da eine Punze drin ist. Ob das überhaupt ein Fingerring ist, aber ich denke schon. Ich werde mal die Ringe, die ich am Vortag gefunden habe, noch mit in die Fundzusammenstellung drin machen. Könnt ihr euch die auch noch angucken. Hier ist das nächste. Ist es ein Bierdeckel? Hm. Das ist das nächste Objekt der Begierde. Diesmal aber ein anderer Leitwert. So Geld ist es nicht. Alter, das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Das ist ein Goldring. Ich habe gerade meinen ersten Goldring gefunden. Das ist echtes Gold. Woher weiß ich das? Vom Leitwert. Das ist nämlich ein Silberpapier-Leitwert. Natürlich super geil. Hier liegt echt alles voll. Ich glaube nicht mal, dass das der einzige Goldring ist, der hier liegt. Geh weg, das ist mein Ring. Ich habe gerade meinen ersten Goldring gefunden und kann es noch nicht glauben. Und hier sind so viele Signale, dass ich glaube, ich muss hier gleich morgen wieder her. Aber ich glaube, ich bleibe die ganze Nacht noch hier. Bierdeckel diesmal. Kann passieren. Soll mich nicht weiter abhalten, weitere schöne Funde zu machen. Das ist der Wahnsinn heute. Das ist der beste Sonnentag seit jemals zuvor. Da haben wir wieder was. Das schwankt aber. Also, da ist es. Ziemlich weit oben. Und da sind Steine dabei.
Also ich sehe jetzt schon, es ist wieder Geld. Wie viel? 50 Cent. Da haben wir schon das nächste Signal. Geht hier Schlag auf Schlag. Ich werde natürlich nicht alle Signale zeigen, weil irgendwann wird es auch langweilig, oder? Jetzt zeige ich immer nur ein paar. Gut, jetzt habe ich an der falschen Stelle gegraben. Da ist es. Wieder Geld. 20 Cent. Und das nächste. Ich buddel hier auch nur mit einem Grabungsmesser. Mehr brauche ich hier nicht. Ich schneide einfach immer schöne Stücken. Dann bin ich immer schon dran. Da schimmert es schon wieder golden. Da sieht man's. Oh, lol. Das liegt ja alles auf einem Haufen hier. Ist da noch mehr drin? Vielleicht zwei. 20 Cent. Und nochmal 20 Cent. 40 Cent. Also wo ich letztes Mal hier war, da habe ich auch gleich 2 Euro und 1 Euro zusammengefunden. Das war der Wahnsinn, was hier rumliegt. Das ist eine Goldgrube. Ich werde hier die nächsten Tage das so weit von abräumen, alles, dass hier nichts mehr übrig ist. Hier ein Stück weiter hier anscheinend. Da bin ich dran. So, mal tief unten. Das ist ja interessant. Tiefe, da ist es. Das ist Geld. Ich sehe es jetzt schon. Wo ist es hin? Da. Da ist es. 10 Cent. Schon wieder. Ja, was war unter dem Stein? Die Folge kommt jetzt demnächst. In 1 oder 2 Folgen. Aber erstmal muss ich hier die Wiese noch abgrasen. Da haben wir schon nächste. Nächste Signal. Zack. Da ist es schon. Und wieder 10 Cent. Und wieder 1. Ja, das wird hier noch eine Weile so gehen. Ich glaube, wenn man so viel Geld findet, da wird man einfach auch nicht müde. Dann kann man ewig weitermachen. Da ist es schon. Das fällt mir schon wieder entgegen. 10 Cent. Sehe ich schon. 20 Cent. Da ist es schon wieder das nächste. Ich brauche hier auch keinen Videoschnitt machen, weil die Funde kommen sowieso Schlag auf Schlag. Ein Pfund nach dem anderen hier. Kein Meter, wo nicht ein Pfund ist. Nicht so blöde, nicht immer schneiden würde. Doch, da ist es. Golden. Goldene 20 Cent. Schön komisches Signal. Das buddel ich aus. Das ist ein ganz komisches Signal. Und komische Signale buddel ich immer aus. Man weiß ja nie. Könnte auch mal eine Goldkette sein. Patrone, was macht die denn hier? Die ist ja auch noch scharf. Nee, doch nicht. Die schnappe ich schon. Platzpatrone. Hier ist schon das nächste. Hä? Wo ist das hin? Da irgendwo drinne. Soll es sein? Hab's. Wieder 10 Cent. Nächster Ring. Komm, man kann das ein bisschen sehen. Ist noch ein bisschen sauer, ne? Ich hab halt kein anderes Licht mit. Man sieht. Auch ein schöner Ring. Aber vermutlich Modeschmuck. So, hier eben gerade einfach so auf der Wiese drauf, am rumliegen. 2
2,10 € und den Euro, den habe ich schon eingesteckt, der lag hier auch einfach so. So 3,10 € einfach mal so auf der Wiese hingeschmissen, natürlich noch mehr. Oder wartet mal, Russ hat denselben Leitwert wie der Goldring. Vielleicht ist es ja ein Goldring. Zumindest ist diese Stelle hier direkt am Baum sehr goldringmäßig. Hab mal geguckt, der Goldring hat einen Leitwert von 21, schwankt zwischen 20 und 21. Und das macht dieses eklige Stück Silberpapier hier hoch. Man mag es ja kaum glauben, aber das ist so. Ich habe echte Goldringe zu Hause und die haben alle so einen behinderten Leitwert. Also einen merkwürdig niedrigen Leitwert. So, hier brauche ich gar nicht buddeln. Das liegt hier wieder oben rum. Da will ich schon glitzern. Dann haben wir da 50 Cent. Was haben wir hier schönes? Wieder 20 Cent. So, hier haben wir wieder was. Gleich ganz oben. Gucken wir mal, was das ist. Und da haben wir doch schon 20 Cent. Nee, 50. 50 Cent. Haben wir 10 Cent. Ah, da haben wir schon noch ein Signal. Direkt auch wieder ganz oben. Ich glaube, die für die Leute schmeißen das Geld hier einfach nur so hin, damit ich das dann einsammeln kann. Da ist es. 20 Cent. So, letztes Signal für heute. Leider muss ich jetzt los. Aber ich bin morgen wieder hier. Bin jeden Tag hier. Die nächsten Wochen. Und in einer Woche kann ich mir dann einen neuen Detektor leisten. Oder habe ich dann, sagen wir mal so, meinen Detektor schon wieder reinfinanziert. Und diesmal ist es ein Ring. Letztes Signal und... Ach nee, doch nicht. Oh, sieht so aus wie ein Ring. Das ist ein Schraubverschluss. Scheiß letztes Signal. Mit viel Fantasie könnte das auch ein dicker Ring sein. Von einem dicken Mann. Ja, das geht so nicht. Dementsprechend habe ich gerade beschlossen, das kann nicht das letzte Signal gewesen sein. Eins muss noch. Da liegt direkt was daneben. Und da liegt, wie gesagt, direkt was daneben. Und das wollen wir natürlich haben. Da ist es. Bierdeckel. Nee, das kann auch nicht das letzte Signal gewesen sein. Das letzte Signal muss was Gutes sein. Goldring oder so. Ist schon nächste Signal. Das ist jetzt das letzte Signal. Danach kommt die Fundzusammenstellung und dann zeige ich euch mal die ganzen Dinge, die ganze Geld und alles, was ich Schönes gefunden habe. Ich hoffe, ihr habt euch das Video von Anfang bis Ende angeguckt und unterstützt meinen YouTube-Channel. Kram, ich hätte schön. Dann könnt ihr natürlich auch direkt immer zur Fundzusammenstellung vorspulen, wie ihr das möchtet. Aber es gibt ja Leute, die wollen das sehen, das ausgebuddelt. Weil halt auch eine gewisse Spannung ist, ne? Was ist das diesmal? Ist das vielleicht ein Goldring? Was ist denn das? Schon wieder nur Schrott. Jetzt finde ich hier nur noch Schrott oder was? Kann doch nicht sein. Okay, das kann auch nicht das letzte Signal gewesen sein. Dann geht es weiter zum nächsten. Komm schon, ein gutes Signal noch. Gehen wir da hinten zum anderen Baum. Und da. Unter dem Baum im Schatten. Da müssten Leute gesessen haben und ihren Goldring verloren haben. Mal gucken. Da haben wir schon ein Notsignal. Liegt direkt oben. Ein Deckel. Ja, Matt, letztes Signal. Das ist jetzt rüber. Das wird es sein. Und es sind 10 Cent. Damit endet diese Folge.
So, hier jetzt die Funkzusammenstellung. Am besten, wir fangen hier einfach mal mit diesem kleinen komischen Ding an. Ein AEG-Chip. Hier oben habe ich ganz viel Geld. Da habe ich auch noch diese 2 Markstück gefunden. Von 1988. Oder was? Ach nee, 1990. Mein erstes 2-Mark-Stück. Kann mich noch erinnern, wie ich mein erstes 2-Mark-Stück in der Händen hielt damals. Ein Haufen 2-Euro-Stücke und 1-Euro-Stücken, 50-Cent-Stücken. Also sind insgesamt ungefähr 20 Euro. Das ist die gesamte Ausbeute von ungefähr 3 Tagen. Das heißt ungefähr, eigentlich sind es genau 3 Tage. Ich war 3-mal dort und das habe ich alle gefunden. Unter anderem habe ich noch diesen kleinen Heiligenanhänger gefunden. Der scheint aus Silber zu sein. Kommen gleich zu den Ringen. Wie gesagt, da oben habe ich noch ein bisschen D-Mark gefunden. Und ein paar alte, verrottete Stücken. Nichts Besonderes. Jetzt zeige ich euch die Ringe. Haben wir hier diesen Ring. Der hat vorne ein paar Steine dran. Schwarze Steine, 4 Stück. Steht aber nichts drin in dem Ring. Entweder ist es ein alter Ring, wo nichts drin steht. Oder der ist einfach auch nichts weiter. Kein echtes Silber, ich kann das ja nicht prüfen. Wie soll ich das prüfen? Ich kenne mich nicht aus. Wie viele Ringe sind das eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ringe. Dann kommen wir zum nächsten Ring. Eine Art Schlange. Ist da ein Stempel drin? Muss mal gucken. Ja, da ist ein Stempel drin. Steht drauf. Hätte ich das mal vorher machen sollen, bevor ich das Video mache. Also auf jeden Fall ist da ein Stempel drin, allerdings kann ich das nicht erkennen, da ist irgendeine Schrift, keine Zahl. Kommen wir zum nächsten Ring. Das hier ist der erste Ring, den ich dort gefunden habe. Am ersten Tag, wo ich die Kamera nicht mit hatte. Das scheint Modeschmuck zu sein und Glas. Der ist schon total verrottet. Sieht nicht aus, als wäre er aus echtem Gold. Da ist auch kein Stempel drin. Dann haben wir hier noch einen Ring. Das ist dieser Ring, der so goldig aussieht. Aber da ist auch kein Stempel drin. Doch, da ist ein Stempel drin. Also da ist auch ein Stempel drin. Keine Ahnung, was das für ein Ring ist. Dann haben wir hier noch diese Ringe. Man sieht schon, so eine kleine Modeschmuckringe aus Alu. Die sind total leicht, da ist auch sicherlich kein Stempel drin. Nichts Besonderes. Hier ist der schöne Goldring. Mein erster Goldring. Mit Stein. Leider ist er gebrochen. Ist ein Stempel drin. 333. Also 333er Gold. Dann haben wir hier nochmal so einen ganz besonderen Ring. Mit einem Elefanten drauf. Dann haben wir hier nochmal einen Ring mit einem grünen Stein. Ist aber auch Modeschmuck ohne Stempel. Haben wir hier nochmal einen Modeschmuck, das sieht aus wie aus einem Kaugummiautomaten, so ein Ding. Auch ohne Stempel. Schon total verrottet.
Hier haben wir einen Echtzigarren. Ach, scheiße. Also, was da gerade umgefallen ist, war meine Truhe voller Münzen. Da habe ich das ganze Geld drin. Von den ganzen Pfunden der letzten, seit ich Sonde. Eigentlich wollte ich das ja noch so zeigen, aber dann zeige ich das gleich mal. Das ganze Geld liegt jetzt hier unten noch verstreut rum. Natürlich noch mehr. Warum habe ich diese Truhe hier mit in das Video gemacht? Aus folgenden Gründen. Das erkläre ich euch gleich, nachdem ich euch einen Ring gezeigt habe. Also, hier ist ein Echtsilberring. Da steht drin 925. Kann man das sehen? Ist alles nicht so einfach hier mit der Kamera. Oh nee. Ah, man kann es sehen. Dann habe ich diesen merkwürdigen Ring hier gefunden. Der ist riesig fett. Ich meine, der ist ja schon fett, aber der ist noch fetter. Merkwürdig an diesem Riesenring ist, der sieht silber aus, hat aber einen ganz niedrigen Leitwert. Was könnte das sein? Der hat einen Leitwert wie Gold. Ein bisschen höher. Wenn jemand eine Idee hat, was das sein könnte, da steht jedenfalls kein Stempel drin, schreibt es in die Comments. Würdet gerne wissen. So, dann kommen wir doch mal zu der Schatztruhe. Das ganze Geld, ja? Also nicht die Ringe, sondern das ganze Geld, was ich gefunden habe, seit ich Sonne. Das nehme ich jetzt. Und dann kommt das alles da in die Schatztruhe rein. Natürlich nicht die D-Mark. Weil die brauche ich nicht. Also die kommt da nicht mehr drin. Und da wird sich sicherlich noch einiges ansammeln in den nächsten Monaten. Und diese Truhe voller Geld, die könnt ihr gewinnen auf meinem Channel. Mit Truhe und mit Geld. Was ihr dazu machen müsst, meinen Kanal abonnieren. Und wenn ich 1000 Abonnenten habe, dann mache ich ein Gewinnspiel. Und dann kann einer diese Truhe voller Geld hier. Aber jetzt muss ich das ganze Geld wieder einsammeln. Jeder. Gut, ich habe schon mal ab und zu mal einen Euro rausgenommen. Aber ganz wenig. Also das ist zu 98% noch da, jeder einzelne Euro, den ich jemals beim Sondeln gefunden habe. Und ich lege noch diese schönen zwei Ringe oben drauf. Moment. Da. 1000 Abonnenten. Also, wenn ihr diese Schatztruhe haben wollt, meinen Kanal abonnieren. Und bei 1000 Abonnenten werde ich ein Gewinnspielvideo machen. Und wenn ihr da mitmacht, dann habt ihr die Chance, diese Kiste voller Geld zu gewinnen. Ich hoffe, mein Sonnenvideo hat euch gefallen. Und die Fundzusammenstellung auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder reinschaut. Moment. Diesen AEG-Chip, den gibt's auch noch. Nein, den gibt's nicht. Den wollt ihr eh nicht haben. Also, tschüss.